Es liest sich so, als wartet jetzt hier heute die schwerste Mission, die wir bis jetzt in diesem Spiel hatten. Bis jetzt, und das ist nun eine Nebenquest, die wir angehen wollen. Wir waren im letzten Part schon in dem Restaurant und haben das geklärt und alle Hinweise gefunden, wo wir festgestellt haben, dass irgendwie was mit Kannibalismus jetzt auch noch damit zu tun hat. Alles klar, und hier scheint es zu sein. Das mit den riesigen Monstern hier. Dr. Grant bat mich darum, mir ein Geschäft in der Rod Street zwischen der Bourbon Road und der Sam's Reed Street im westlichen Teil des Bezirks Red Hates anzusehen. Ein Plünderer brach dort ein und wurde von einem riesigen Wildbeast überrascht. Aber von einem riesigen Wildbeast, das wird ja noch gehen. Ich will herausfinden, wie diese Kreatur ins abgeschlossene Geschäft gelangt ist. Okay, wir halten uns mal unseren normalen Revolver bereit und aber auch, obwohl, nee, komm, wir gehen direkt mal auf die Bomben. Oder immer direkt auf eine Falle. Okay, wir hören es schon. Wir hören es schon. Wo ist es? Es kommt bestimmt runter. Es kommt bestimmt runter. Oder wo ist es? Kommt es runter? Hallo? Nein, kommt es nicht. Shit. Shit. Alter, scheiße. Nein, du solltest werfen. Oh. Oh. Und nochmal. Und nochmal. Wir brauchen noch mal eine Bombe. Oh Gott, im Himmel, schnell weg hier. Stirb doch. Jetzt, ja, er ist down. Wow. Ja. Das war krass. Aber lange nicht so gefährlich, wie ich dachte. Da waren im Restaurant eigentlich, fand ich, die zwei, drei kleineren Biester und das eine große insgesamt gefährlicher als jetzt dieses eine einzige große hier, ne? Das einzige große Vieh hier. Aber wow, wir haben es erlegt. Oh, wir haben keinen Stoff mehr. Oh. Oh, uns fehlt Stoff. Na schön. So, dann. Oh, hätten wir das riesige White Beast jetzt erstmal erledigt. Und wir schauen uns jetzt hier erstmal um. Warum? Jetzt werde ich wieder verletzt, ne? Wenn ich das hier aufheben will, ne? Wir lösen das aus. Geht gar nicht. Ah. Nein, diesmal nicht. Lol. Ja. Keine Ahnung, warum wir das jetzt nicht nehmen konnten. Das ist ja eigentlich eine Falle, die wir selber aufgestellt haben. Das heißt, wir sollten die auch eigentlich wieder aufnehmen können, aber mehr kann er nicht tragen. Was absolut keinen Sinn ergibt, meiner Meinung nach. Aber gut. Es geht nochmal runter. Wir gucken uns erst einmal das hier an. Brief der Kultisten. Neubekehrter, die fruchtbare Mutter segnet dich. Dein selbstloser Dienst ist ihr nicht entgangen. Du wirst die Gelegenheit erhalten, dem inneren Kreis beizutreten und unserer Mutter mit deinen eigenen Augen zu sehen. Unsere Brüder haben die leblosen Körper ihrer verstoßenen Kinder bei sich. Erweise dich der fruchtbaren Mutter als würdig und verhilf uns zu einem Ort, an dem die leblosen Körper versteckt werden können, auf das sie für immer der Vergangenheit anheimfallen. Der Vergessenheit, nicht der Vergangenheit. Die fruchtbare Mutter wird dich dafür in ihre Arme schließen und großzügig beschenken. Ja, wenn du das sagst, Kumpel. Diese Säcke stinken mehr als ein Fass voll mit vergammeltem Fisch. Oder Fisk. Wie auch immer. Wie auch immer. Haben wir hier nochmal irgendwas? Nö. Dann gucken wir uns einmal wieder, wie wir das immer machen, erstmal unten um und gehen dann danach mal das obere Geschoss nehmen wir in Angriff. War das schon? War das schon alles? Barmherzige Mutter,
Die fruchtbare Mutter verschlingt das Fleisch der Schwachen. Die fruchtbare Mutter schenkt den Verschlungenen neues Leben, eine Neugeburt in mannigfaltiger Form. Die fruchtbare Mutter hat viele Kinder und ihre Familien wird immer größer. Die fruchtbare Mutter ist gütig, da sie es niemandem verwehrt, ihr Kind zu sein. Bösartige Kinder werden jedoch geläutert und müssen draußen im kalten Licht darben. Bewahre die Geheimnisse deiner Mutter sicher in deinem Herzen und sie wird es dir mit der Ewigkeit danken. Und kam da so gerade krasse, gefährliche, unheimliche Musik, als wir das angeklickt haben. Huch, wer liegt hier? Dieser ekelhafte Schleim ist überall. Ich nehme eine Probe mit, damit Dr. Grant sie untersuchen kann. Mach das mal, weil, wie gesagt, stimmt schon, wir... Ah, da oben ist ein Portal. Wir haben, sehen überall fast diesen komischen Schleim, aber wir wissen immer noch nicht genau... Was der zu bedeuten hat, wo der herkommt, warum er da ist, ne? Ihr wisst schon. Aber irgendwas muss das ja mit den Wildbeastern zu tun haben. In das Portal möchte ich eben noch nicht gehen. Wir gucken uns erst noch einmal oben um. Okay, hier ist auch alles verlassen. Niemand hier. Aber gut, hätte mich auch schwer gewundert, wenn hier noch Menschen wären bei diesem riesigen Wildbeast, was hier unten rumlief. Wäre es ein bisschen komisch, wenn hier noch Menschen wären. Der Wildbeast hätte den normalen Menschen in Stücke gerissen, aber wir, weil wir so krass sind, haben wir einfach weggeballert. So. Mehr gibt es hier echt nicht zu sehen. Hier kein Hinweis, irgendwas zum... Oh, Aktenkoffer, ein offener, ein zuer mit einem Etikett, aber man kann nicht erkennen, was da drauf steht. Oh, die haben hier alle so Etiketten drum, ne? Keine Ahnung. Dann gehen wir runter und ab in das Portal. Dann schauen wir mal, was hier passiert ist. So. Unten haben wir auch noch einen. Oben haben wir nichts. Okay. Schnell, bringt sie rein, bevor die Nachbarn uns bemerken. Sind das die Letzten? Bringt sie... Ach da. Schnell, bringt sie rein, bevor die Nachbarn... Ach, die Leichen, oder was? Ich habe getan, was ihr wolltet, oder? Wann beginnt meine Einweihung? Dann, was ihr wolltet, wann beginnt meine Einweihung? In diese Sekte, oder was? Okay, dann wollen wir mal sehen. Okay, ich würde sagen, das hier oben ist die Nummer 1. Das hier? Schnell! Bringt sie rein, bevor die Nachbarn uns bemerken. Sind das die Letzten? Dann haben sie die nach unten gebracht. Haben die hier abgelegt, sind wieder hochgelaufen. Und während die da oben standen, hat er gesagt, so, ich habe getan, was ihr wolltet, wann beginnt meine Einweihung, hat sich unten dieses Vieh verwandelt. Kann das sein? Ich habe getan, was ihr wolltet, oder? Wann beginnt meine Einweihung? Kann nicht sein, okay. Schnell, bringt sie rein, bevor die Nachbarn. Dann so, eins, sind das ich, zwei und getan, unten drei. Wolltet, oder? Wann beginnt meine Moment, Einweihung? Katzen sind wieder am rumschreien oder so. Jetzt bin ich gerade wieder voll raus. Scheiße, was habe ich jetzt gedacht? Eins. Zwei und dann hier unten drei vielleicht. Ich weiß nämlich nicht genau, wann jetzt was passiert sein soll. Hier, ganz ehrlich. Die Leichen haben sich ja verwandelt in dieses riesige Wildbeast. Das war richtig. Mitglieder eines Kults ließen im Keller des Geschäfts Leichen verschwinden. Aus irgendeinem Grund verschmolzen diese dann zu einem riesigen Monster. Alle Hinweise gefunden. Aber haben wir auch alle Schlüsselhinweise gefunden? Alle Hinweise gefunden. Dann gehen wir nochmal, weil wir ja gerade eh unten sind, nochmal alles ab. Weil wenn wir nochmal alle Schlüssel, wenn es hier nochmal Schlüsselhinweise gibt, sollten wir das nochmal finden, weil wir dadurch nochmal 100 extra... Der ja, so Schleim riecht sogar noch abscheulicher als ihre Körper. Um nochmal extra Erfahrungspunkte zu bekommen, ne?
Aber ich habe auch bis jetzt hier nirgendwo irgendwie die Meldung bekommen, dass wir mal das innere Auge aktivieren sollen, oder? Von daher denke ich fast, dass das eigentlich alles gewesen ist. Jetzt schauen wir uns hier nochmal um. Oben könnte halt noch gut sein, dass wir oben nochmal was übersehen haben, ne? Gehen wir hier die Regale ab. Ja. Das hatten wir ja auch schon. Mehr genau. Als ein Fass voll mit vergammeltem Fisch. Oder Fisk. Nur für die Erfahrung, einmal kurz gucken, ob wir noch mal irgendwas übersehen haben. Dann gehen wir direkt zurück ins Krankenhaus zu Dr. Grant. Ja, aber cool, da bin ich schon ein bisschen erleichtert, muss ich sagen, dass die echt nur ein riesiges Wild Beast waren. Wäre schon richtig krass geworden, wenn das zwei oder sogar drei gewesen wären, womit ich eigentlich zuerst auch gerechnet hatte. Weil der Dr. Grant sagte, ja, so gefährlicher Ort, bla, sowas hast du noch nie gesehen. Wir sterben auf jeden Fall, Bruder, ich schwöre, du bist tot und so, auch wenn du Waffen hast, scheißegal. So krass war dieses Vieh jetzt nun nicht. Aber ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch nicht schlimm. Ist ja alles gut gelaufen. Ja, gut. Dann war es das hier halt. Wir verlassen dieses Geschäft und laufen jetzt zurück zu Dr. Grant. Ab zum Schnellen. Dann können wir auch hier auf der Karte das hier. Genau. Wutsch, weg damit. Und benutzen den Schnellreisepunkt wieder. Sind hier ein bisschen weit weg vom Krankenhaus. Fast auf der anderen Seite des Landes, der Stadt, des Kontinents. Das ist alles Oakmont? Ne, das ist eine Stadt, ne? Das ist alles hier und das sind die verschiedenen Bezirke oder so, ne? Gehe ich mal von aus. Sagen wir einfach mal der Stadt. Dann muss ich mal schauen, wie viel Nebenquests wir tatsächlich noch offen haben, weil so ein paar würde ich gerne noch machen wollen. Bevor wir dann zu dem Treffpunkt gehen, was jetzt wieder zur Hauptquest, was die Hauptquest betrifft. Bevor wir dann zu dem Treffpunkt gehen und Fred sich mit dem Obermacker des EOD trifft und uns zeigt, wo Professor Dow gefangen gehalten wird. Da bin ich dann auch schon gespannt drauf. Wo ist Mr. Grant? Da ist er ja. Hui, sieh an. Ich war in diesem unheilvollen Restaurant. Oder besser gesagt, in Teufels Küche. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Grundgütiger, was haben Sie dort entdeckt? Der Koch war ein verrückter Kannibale, der diese herumspringenden Monster mit Menschenfleisch gefüttert hat. Er nannte sie seine Gäste. Die Elite von Oakmont pflegte dort zu speisen und kurz nach der Flut verschwanden viele Einwohner der gehobenen Gesellschaftsschicht spurlos. Ich fürchte, wir wissen jetzt warum. Denken Sie, dass Kannibalismus die Ursache für solch eine schreckliche Transformation sein kann? Kannibalismus ist dieser Tage leider keine Seltenheit. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass alle Co-Citier, wie Westerbrook die Gattung nennt, einst Menschen waren. Ich war in dem von Ihnen erwähnten Geschäft und bin auf etwas gestoßen, das Sie interessieren könnte. Ich habe sogar eine Probe zur Analyse mitgebracht. Was haben Sie entdeckt? Eine riesige Kreatur hätte da doch nie und nimmer unbemerkt hineingelangen können. Der Kult der fruchtbaren Mutter ließ im Keller des Geschäfts die Leichen seiner Opfer verschwinden. Laut Professor Westerbrooks Forschungen werden Kreaturen aus der von ihm definierten Gattung der Acheronia von Toten angezogen. Dieses Monster wurde nicht von den Toten angezogen, sondern entstand aus ihnen. Da war überall ekelhafter Schleim. Vielleicht die Ursache für diese widernatürliche Geburt. Sie sagten, Sie haben eine Probe mitgebracht? Ich könnte Experimente mit Ratten durchführen. Sollte sich Ihre Theorie bewahrheiten, wäre das eine sagenhafte Entdeckung. Wir sind an viele verstörende Informationen über die Wildbeester gelangt. Was werden Sie nun mit diesem Wissen tun? Ich habe bereits mit der Universität gesprochen. Wir werden diese Phänomene von nun an gemeinsam weiter erforschen. Die Behörden müssen darüber in Kenntnis gesetzt werden. Sie brauchen alle Fakten, damit sie wissen, mit was sie es hier zu tun haben. Sie haben absolut recht. Sobald wir unsere Entdeckungen dokumentiert und ein standardmäßiges Begutachtungsverfahren durchgeführt haben, werden wir alle nötigen Schritte einleiten.
Dokumentiert? Begutachtungsverfahren? Und wie viele unschuldige Menschen werden in der Zwischenzeit sterben? Die Lösungen, die wir den Behörden letztendlich nahelegen werden, müssen Hand und Fuß haben, sonst wäre das alles zwecklos. Fundierte wissenschaftliche Arbeit dauert seine Zeit, mein Freund. Wiedersehen. Na gut, ich meine, dass das nicht von heute auf morgen oder innerhalb von 5 Minuten funktioniert, ist eigentlich auch klar. Oh, Kleidung freigeschaltet, Seuchenarzt. 457 Erfahrungspunkte und ein Wissenspunkt. Nice. Nix. Upp, geben wir alles an Schießpulver mal wieder aus und ich wollte noch einmal... Achso, wir hatten das hier gar nicht gelesen, ne? Erforschung der Oakmonter Fauna nach der Flut von Professor A. Westerbrook, Universität von Oakmont, Teil 1, Stygia. Einheimische brachten mir mehrere Exemplare dieser... Oh Gott. Dieser Art, die laut ihren Aussagen bei ihnen zu Hause aufgetaucht waren. Alle Stygia verfügen über mehrere Gliedmaßen mit menschenähnlichen Händen. Sie sind resistent gegenüber Gift und Säure. Lediglich eine Art der stygische Schnitter ist aggressiv. Er verfügt über einen krallenartigen Stachel, der schlimme Verletzungen verursachen kann. Die am seltensten gesichtete Art der Stygia ist der sogenannte Raucher. Er stößt riesige Mengen Rauch aus und lauert dann darin seiner Beute auf. Am faszinierendsten finde ich den stygischen Weber, der das Gewebe anderer Wildbeester wiederherstellen kann. Erforschung der Oakmonter Fauna nach der Flut von Professor E. Westerbrook, Universität von Oakmont, Teil 2, Letianer. Letianische Kreaturen ähneln Menschen. Nach zahlreichen Autopsien bin ich mir ziemlich sicher, dass Menschen aufgrund von Erregern zu diesen Monstern mutieren. Die Blasen an ihrem Körper erfüllen die Funktion zusätzlicher Herzen, die dafür sorgen, dass idiopathische Flüssigkeit voller Bakterien in den Magen des ehemaligen Menschen gelangen kann. Diese Flüssigkeit wird dann eruptionsartig ausgestoßen. Die bisher wenig erforschten letianischen Unsterblichen regenerieren sich äußerst schnell und über die letianischen Phantome gibt es Berichte, dass sie sich quasi in Luft auflösen können. Die haben wir auch schon einmal getroffen, im letzten oder im vorletzten Part, ne? So, Teil 3. Auch die Kozitia weisen menschenähnliche Merkmale auf. Am faszinierendsten ist ihr Verdauungstrakt. Der Körperteil, der beim Menschen dem Kopf entspricht, ist in ihrem Fall ein riesiges Maul mit äußerst starken Kiefern. Das Gehirn und mehrere Herzen befinden sich unterhalb des Körperteils, den ich Magenbeutel genannt habe. Dieser Beutel ist der wichtigste Teil des Verdauungstrakts und besteht aus mehreren Mägen, die sich enorm dehnen lassen. Bei dieser Sektion fand ich darin menschliche Knochen. Im fortgeschrittenen Alter können Kozitier die knochengefüllten Mägen einfach abwerfen, woraufhin neue Mägen nachwachsen. Krass. Und Teil 4? Der Acheronia. Die größten, gefährlichsten Kreaturen, die nach der Flut in Erscheinung traten, sind die Acheronia. Sie können einen ganzen menschlichen Körper hinunterschlucken und sind extrem widerstandsfähig. Zudem reagiert ihr Gewebe auf Reanimationsversuche, ganz gleich wie lange es schon abgestorben ist. Diese wundersamen Geschöpfe können wiederbelebt werden, indem die wichtigste Nervenverbindung am Halswirbel mit Elektroschocks stimuliert wird. Ich halte es durchaus für möglich, dass wir den Schlüssel zur Unsterblichkeit in den Händen halten werden, sollte es uns gelingen, die neuronale Substanz aus diesen Drüsen dieser Kreaturen zu extrahieren. Ah, jetzt, es gibt also 4 verschiedene Wildbeester. Kreaturen in Orkman, jetzt haben wir mal zu allen Kreaturen davon mal so eine kleine Beschreibung wenigstens. Auch nicht schlecht. Fähigkeiten. Wir investieren einen weiteren Fähigkeitspunkt. Ja, was machen wir? Wollen wir jetzt mal auf... Vielleicht mal darauf gehen. Deine Gegner sitzen länger in Fallen fest. Mehr Schaden. 2 zusätzlichen bist versiert im Umgang mit dem Gewehr und verursacht damit 20% mehr Schaden. Die Waffe haben wir noch nicht. Das sollten wir uns erstmal noch aufbewahren. Was nehmen wir denn jetzt? Du leidest nur halb so erhöhen. Du leidest nur halben Schaden, wenn du im Wasser von Menschen von allen angegriffen wirst. Ich wäre fast dafür, mal... irgendwas hier zu machen. Patronengurt. Du kannst 3 zusätzliche Gewehrpatronen bei dir tragen. Obwohl, nee, wir machen das mit den Questbelohnungen. Egal. Machen wir einfach mal.
Okay, damit hätten wir den nächsten Nebenfall auch abgeschlossen. Wir haben noch ein paar offen. Wir fangen mal mit dem hier. Wir machen mal mit dem hier weiter. Walter gab mir eine Schachtel mit Gefäßen, in denen sich eine sonderbare Räuchermischung befindet. Ich soll die Räuchergefäße in seinen Häusern aufstellen, damit der Rauch die Wildbiester vertreibt. Okay, markieren wir uns das mal wieder auf der Karte. Gehen wir nach Conversite Süd. Oh, da sind wir auch schon direkt in der Nähe. Ein Haus in der Lincolnstraße, die ist hier. Zwischen Derry Lane, die ist hier. Und Landing Avenue. Also hier irgendwo. So, zack. Dann machen wir das hier. Und zwar in Salvation Harbor West. Ein Haus in der Seven Oaks Street. Okay. Seven Oaks Street ist hier. Zwischen L Street und L Street und Castle Street. Also hier. Im Wasser wieder irgendwo. Dann nehmen wir noch The Chels Rest hier irgendwo. Ein Haus in der Hawking Lane, die haben wir hier. Zwischen Innershine Street und Warren Street. Innershine Street ist da, Warren Street ist da, also hier irgendwo. Okay. Das machen wir jetzt direkt als nächstes, weil wir auch direkt schon hier sind. Diese sollen Räuchergefäße aufstellen. Beginnen wir da mal mit direkt. Sind das jetzt diese Häuser hier mit... Könnte gut sein, dass das hier ist, wo wir auch tatsächlich hin sollen, aber... Das ist dieses Haus, weil das ist jetzt mal ein Haus, was ja gar keine Tür hatte. Bis jetzt mussten wir für jede Quest immer in ein Haus, wo ein H wenigstens drauf stand. Da war ich mir dann nämlich immer sicher, jo, hier sind wir richtig. Ah, hier haben wir aber das Rauchgefäß aufgestellt. Okay. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Nice. Und auch alle Hinweise gefunden. Das war's schon. Okay. Ja, wenn das so schnell geht, dann hoffe ich doch, dass wir das schon alles in diesem Part jetzt hier schaffen. Das wäre ja schön. Ja, mehr gibt es hier echt nicht zu sehen, okay. Dann ab zum nächsten Haus. Dafür benutzen wir jetzt aber wieder die Schnellreise. Das wäre cool, wenn wir das jetzt noch so in den nächsten 10 Minuten schaffen würden, wäre das ja cool. Weil, diese Nebenquest mit Briefe von Oakmont, da wo wir diese ganz, ganz vielen Sachen haben, ne? Ah, das könnte wieder richtig, richtig lange dauern. Ich weiß nicht, wie schnell wir das wirklich schaffen sollen. Ja, ich bin fast dafür, alle Nebenquests zu machen, bevor wir mit der Hauptquest jetzt erstmal weitermachen. Ja, ich denke, das werden wir so machen. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall das mit die Nebenquest Briefe aufs Oakmont auf jeden Fall mal angehen und gucken, wie aufwendig diese Nebenquest wirklich ist. Und dann schauen wir uns das mal an, wenn das auch wieder nur ist, zu den Orten reisen, irgendwas machen, schnell wieder abhauen. Können wir das gerne machen. Aber ich denke mal, das hat hier sowieso noch einen kleinen Haken. Ich denke nicht, dass diese Quest hier so einfach sein wird, wie jetzt beim ersten Mal. Wäre natürlich schön, wenn es so ist. Ah, hier, ne? Ja. Wäre natürlich schön, wenn es so ist, aber ich glaube da noch nicht so ganz dran. Ich habe schon wieder was gehört. Nein? Aber hier gab es viel Stuff. Alter, nice. Erste-Hilfe-Set voll. Okay. Dann spritzen wir uns einmal rein. Dann können wir das hier an uns nehmen. Und jetzt gucken wir doch mal, wo können wir denn jetzt hier das nächste Räuchergefäß aufstellen? Echt, hier gibt es keine Wild Beaster? Das ist ja nice.
Aber wir sollten uns mal nicht zu früh freuen. Wir haben ja noch nicht alles gesehen von dem Haus. Gibt es echt sonst nichts zu... Oh, 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 ich hab schon gehört, ich hab gehört. Von wo? Von wo? Da. Komm her. Nein! Das kann doch nicht sein. Aber er trifft uns auch nicht. Touchdown. Zwei Schuss wieder verhauen? Egal. Hier ist noch irgendwo was. Da. Gut. Das war über... No! No, 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 no! What the fuck is going... Nein, nein, nein! Schnell, 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 schnell! Scheiße! Oh, fuck! Und wir haben... Nein, nein, nein! Ich hab vergessen, was herzustellen. Nein! Als ob! Scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein ordentliches Problem. Oh, scheiße. Das überleben wir nicht. Oh, nein, Sackgasse. Oh, er ist down. Scheiß die Wand an. What the fuck? Also da war das hier eindeutig gefährlicher, der Ort, als der gefährliche Ort, vor dem Mr. Grant und aus dem Krankenhaus uns gewarnt hat. Junge, habe ich mich jetzt erschrocken. Das war noch nicht alles? Doch. Doch. Komm schon. Aber das erklärt auch, warum es hier so viel Stuff gibt. Brief vom Krankenhaus. Rata Jeremy, meine Tests haben ergeben, dass ihre Symptome in vielerlei Hinsicht denen des sogenannten Innsmouth-Syndroms ähneln. Man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber mit der Hilfe der Wissenschaft können sie die Krankheit vielleicht erfolgreich bekämpfen. Kommen Sie wieder, falls Sie eine kostenlose Behandlung in Anspruch nehmen möchten, die auf einem von mir entwickelten experimentellen Entwurmungsmedikament basiert. Ich bin davon überzeugt, dass das Syndrom von einem Parasitenbefall herrührt, verursacht durch rohen oder schlecht gekochten Fisk. Mit freundlichen Grüßen, P. Grant. Schwupp, okay. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Auch alle normalen Hinweise gefunden. Nein, noch nicht. Hier haben wir nämlich noch was. Antwort schreiben auf Anfrage. Jerry, ich muss dich leider enttäuschen. Es stimmt, dass ich mehrere Schiffe besitze, aber keines von ihnen kann dich und deine Schwester raus aufs Meer bringen. Allerdings gibt es in dieser Burg ja noch andere Kapitäne und wer weiß, vielleicht fliegt einer von ihnen ein. Komm zum Hafen, du findest mich in der Nähe des Eingangs. Ich stelle dich dann ein paar Freunden vor. Gruß, Vince. Immer noch nicht alle Hinweise gefunden. Wir haben hier alle Schlüsselhinweise gefunden, aber es gibt auch mit Sicherheit wieder ein paar, also normale Hinweise, oder nicht? Ja, hier ist noch was. Aus der überschwemmten Wohnung, 4.1. Fisk zu essen wirkt sich ganz schön auf meine Haut aus. Die vornehme Blässe ist einem hässlichen grünen Teint gewichen. Ich dachte erst, die andauernde Feuchtigkeit hätte meinem Spiegel diesen Farbton verliehen, aber dem ist nicht so. 24.1. Der Balsam, den ich gekauft habe, bringt nichts. Die Sache raubt mir den Schlaf. Was, wenn ich so grün wie Algen werde oder Korallen an mir wachsen? 13.2. Jeremy hat sich erkältet. Ich habe solche Angst, dass er seinen Job verliert. Er war beim Arzt und trägt jetzt sogar beim Schlafen diese hässlichen scharlachroten Schal. Armer Jeremy. 11.3. Das Bettlaken ist so trocken, dass ich nicht schlafen kann. Vielleicht hilft ein kleiner Spaziergang. Das Meer ist heute so ruhig. Ich will es berühren. 1.4. Jeremy muss so viel arbeiten, dass ich schwimmen kann. So viel ich will. Am liebsten wäre ich die ganze Zeit im Wasser. Jetzt haben wir alle Hinweise gefunden. Boah. Also ab raus hier. Ab raus hier. Und den letzten Ort, den sehen wir uns doch jetzt erst wieder in der nächsten Folge an. Weil das hat jetzt so ein bisschen zu lange gedauert. Und ich schätze mal ganz stark, dass wir im ersten Raum einfach nur Glück hatten.
dass keine Wildbiester aufgetaucht sind, weil was jetzt hier abging, war schon ordentlich krass. Es war schon ordentlich krass. Wir sollten noch mal ein paar hiervon her. Wir haben keinen Stoff. Scheiße, wir haben... Scheiße. Okay, Jungs und Mädels, dann schaltet wieder in der nächsten Folge ein. Danke, ciao.